So, einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge von Train Fever. Heute machen wir ja hier nichts Großartiges vorgenommen. Zumindest habe ich jetzt so mal nachgeguckt. Das Einzige, was wir vielleicht tun sollen, eventuell, müssen wir mal gucken, ob wir einige Züge noch austauschen. Zumindest der Holzzug, der ist relativ sehr alt. Schon. Ist, glaube ich, auch der älteste, den wir hier haben. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, das wird der dann sein, den man hier eventuell verkaufen werden. Ja, müssen sogar. Weil den gibt es ja schon gar nicht mehr. Der jetzt. Obwohl, das ist Doppeltraktion. Da haben wir einen gekauft. Ne, die haben wir erst neu gekauft. So ein Quatsch. Dann war es ein anderer. Pardon. Weil wir haben jetzt nur noch den hier. Der ist dann eben gleich doppelt so teuer. In den Betriebskosten zumindest. Und der davor, diese Borsig, oder wie die hieß. Ne, das war noch eine andere. Oder? Ja, ich glaube, das war noch eine andere. Die war günstiger, zumindest zu denen hier, also die Hälfte. Und die gibt es ja leider nicht mehr. Also müssen wir ja schon demnächst dann die teure nehmen und dann sollte sich das ja auch lohnen. So, apropos Lohn. Oh Mann, pardon. Zumindest, was ich mir überlegt habe, dass wir von Weidenberg nach Glichingen eine Verbindung machen und dann von Glichingen nach Löschendorferhof. Das ist so die optimale Verbindung, weil hier durch seht ihr den Höhenunterschied, der ist ein bisschen unnormal. Da würden nur noch Tunnel sein und das würde, glaube ich, ein paar Millionen kosten, so eine Strecke da hinzubauen. Vor allem noch das andere Problem ist, unser Bahnhof steht natürlich im Ende der Stadt drin, also praktisch so ein Endbahnhof. Und dadurch hätte Gleise zu ziehen, da müssen wir was abreißen und ach, das will ich mir jetzt gerade gar nicht so antun. Daher werden wir jetzt hier Weinberg mit Glichingen oder Gilching zusammenführen. Was brauchen wir dafür? Natürlich wieder Züge, Busse und Waren. Das ist das andere Problem, dass Waren von hier oben dann hier runtergebracht werden müssen. Das wird dann eine richtige extreme Zeit, glaube ich, weil der hier von hier oben zu Weidenberg war schon lang. Und der wird dann nochmal ungefähr das Doppelte so sein. Also da wird dann viel Arbeit zukommen. Also dann hoffen wir mal bald, dass die neuen Züge dann mal kommen, die etwas schneller sind. Wir haben es ja bald geschafft, sind im 19. Jahrhundert. Sind immerhin noch vom Spiel her 4 Jahre. Ja, und dann werden wir sehen, wie weit wir das packen. So, Bahnhof ist das andere Problem. Da wir hier rüber wollen, sollten wir den Bahnhof irgendwie zentral hinsetzen. Also, wo wir auch rumkommen, ne? Also, weil hier so. Wobei, wir möchten hier so viele Höhenunterschiede haben. Weil hier so geht's noch und hier. Boah. Habe ich jetzt gar nicht so geguckt. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, da geht es nämlich schon ganz einen Berg runter. Na ja, gut, das wird dann ein bisschen teurer, wie die normalen Bahnhöfe dann zu bauen. Auf jeden Fall, wenn wir den hier anschließen. So, apropos anschließen, wir werden erstmal eine Straße bauen. Das wird dann die hier sein. Um die hier einfach mal mit. Ich mach mal das so hier. Die anzuschließen. Ach, kann das nicht ein bisschen runter gehen? Mal so abgehakt rum. So sieht er viel schöner aus. So, dann werden wir hier den Bahnhof hinsetzen. Wollte gerade sagen, hinklatschen. Hinklatschen tun wir nichts, wir hinsetzen. Wir werden das nur einfügen, nennt man das ja eigentlich. Bahnhof. Ein zweigleisigen natürlich, weil wir wollen ja noch darauf. 240 Meter lang und. Ich muss mal gucken, dass wir da unten rumkommen. Da wäre schon durch optimal. Weil der wird jetzt hier eine Biegung machen. Oder wir setzen den hier oben hin. Wobei. Doch mittig.
Weil wir müssen nach rechts raus. Also so hier, weil ich möchte nicht ungern den Hügel hier mitnehmen, weil hier oben geht's eh dann runter. Und dann mal hier hoch ist Blödsinn. Dann muss man hier so rumfahren. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ansonsten, was abreißen, ich glaube, das wird teuer. Teuer ist das? Ja gut, das ist nur 57.000. Das ginge noch gerade so. Jetzt hoffe ich doch, dass wir auch einen Personenbahnhof gebaut haben. Passagiere, genau. Nee, dich will ich jetzt nicht bauen. Wir brauchen bloß noch Gleise. So. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier rüberkommen. Müssen wir da mal sehen. Den braucht man nicht. Wobei ich mich das mal gucken auf der Folie, was drin steht. Nee. Nicht, dass man das dann wegschmeißt. Und heute werde ich natürlich die Videos in der Länge von 30 Minuten mal probieren. Die anderen Videos waren ja wieder in der Ultralänge, die ich ja so zu sagen gar nicht wollte, in dieser Länge zumindest aufnehmen. So, wenn es jetzt hier rüber geht, ist es gut. Perfekt. Dann können wir die andere dann nämlich auch hier noch daneben so machen. Dann wollen wir das nicht abreißen. Das andere wäre jetzt eben noch das Gleiswechsel zu betreiben. Das haben wir wohl geschaffen. Hier so. Na, weiter runter. Geht das? Bis hier hin. Wobei ist eigentlich egal, weil der fährt eh langsam im Bahnhof ein. Da brauchen wir eh keinen Raser. So, und dann habe ich dann geguckt, wir müssten, sollten, so gut wie es geht, an der Straße lang. Was ich eigentlich auch nicht gerne mache, weil wenn man die zu nah ranbaut, können wir die Straßen nicht mal upgraden später. Weil die Leute kriegen ja auch irgendwann mal Fahrzeuge. Und dann wollen sie da natürlich, weil das so langsam dauert, nicht mal mit dem Zug fahren. So, jetzt kriegen wir dich hier rüber. Ist die Frage bloß. Gut, da wird man eine richtige harte Kurve nehmen müssen. Ist aber egal. Solange das erstmal geht, ist das schon mal positiv. Dann brauche ich nichts abreißen, weil ich reiße das immer so ungern ab. Nur 70, das müsste gehen. Fährt sowieso wieder am Bahnhof rein, von daher. So, jetzt wird es wieder so ein vereinzeltes Gezerre hier. Ja, mit ein paar Einschüttungen und Aufhebungen oder Aufschüttungen müssen wir leben. Wird nicht all das Schlimmste sein. Vom Bauern werden wir natürlich jetzt auch das Feld klauen. So, das wird weg sein, war klar. So, nicht zu nah an der Straße ran. Oder so nah ist es ja gar nicht. Ja, hier, wie gesagt, die Aufschüttungen, die sind schon wieder hier so eindeutig zu sehen. Weil es wieder ein bisschen bergauf geht, bergab. Da ist das dann so eben drin. Da oben ist ein richtiger Hügel, sehe ich gerade. Da müssen wir mal versuchen, mal hier rumzukommen. 99 reicht auch. Wie gesagt, im Bahnhof reinfahren ist. Muss ja keine 200 oder so. Ist ja Blödsinn. Maximal fürs Durchfahren, aber hier werden wir extrem aufschütten. Da habe ich jetzt wenigstens rechts gemacht, die Seite, ja. Ah, die Aufschüttung, okay, machen wir es so. Müssen wir an kleinen Zügen bauen. In kleinen Schritten. Na gut, da hat er einen Graben gebaut. Ging nicht anders. Ja. Ist das schief oder so? Sieht ja aus wie Achterbahn, so. Ist so rechts geneigt, ne? Oder? Also, okay. Egal. Das ist das halbe Problem. So, jetzt müssen wir die zweiten noch verlegen. Kostet natürlich alles wieder Geld. Signale setzen sollte man dann auch noch. Ganz lustig wird dann sowieso. Jetzt kommt ein Autosave. Die Ware dann darunter zu bringen, wie lange der brauchen wird. Ich glaube, da werden wir doch den
bei denen hier, die einen 50er, also 50 km/h Zug nehmen, es sei denn, wir erreichen das Jahr 1900. Ich würde sagen, da kommt dann nämlich ein neuer Zug dazu. Hoffe ich mal. Ja, möchte ja nicht ewig mit Dampfloks arbeiten. Ist zwar nicht schlecht. Kostet nicht so viel, aber muss ja nicht sein. So. Haben wir alles zusammengeschlossen? Ja, sehr schön. Gut. Lass mal uns überraschen. So, also die Strecke, die ist schon richtig lang. Da muss man überlegen, oder ich muss überlegen, wo wir die Waren hinliefern. Waren, kann man gleich mal gucken. Machen wir das hier mal weg kurz. Landnutzung. Ja, das war klar. Das ist nämlich das Regiegebiet auf der anderen Seite ist. Hieß, wir müssen irgendwie hier raus. Und darüber. Jetzt habe ich natürlich so nah an der Straße gebaut, dass wir eventuell dann Pech haben und die dann nämlich nicht mehr upgraden können. Sollten wir vielleicht tun, Feuer. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Weil kann jetzt sein, wenn wir die jetzt upgraden, müsste man probieren, ob wir dann noch dann darüber kommen. Weil hier ist so eine schöne gerade Strecke, nehmen wir einfach die mal. Ich weiß, sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber anders geht das jetzt nicht. Gut, jetzt hat er ja Lampen gebaut. Braucht er eigentlich nicht. Mittlere Straße, was war das? Große Straße? Wow, was ist das hier? Eine mittlere Landstraße, große Landstraße. Eine Landstraße. Wie sieht das denn aus? Das sind doch bis vier Striche dann. Ach ey. Okay. Eine Landstraße baut man so. Ich dachte mal, das geht schneller mit denen hier. Ja, dann so viel zum Thema Upgrade. Egal. Probieren wir jetzt mal hier rüber. Wenn sie das wieder mal hinkriegen mit den. Ich muss das lieber mit der Tastatur machen. Das ist sinnvoller. So, dann müssen wir auch ein bisschen aus dem Knie kommen. Mal allzu lange. Hier soll ja bloß einer hinfahren. Dann reicht auch einer, der darüber fährt. So, hier, oh Gott, ey. Bin gespannt. Ich sehe schon kommen, dass es nicht geht. So geht's mit einer kleinen Einbucht. Hier will er nicht. Da will er nicht. Aber weil der Knick so doof ist, sagen wir es mal so. Okay, was? 55, 56. Na. So ist jeder zufrieden, denke ich mal. Was hier? Kleiner Fehler. Okay, Terranfehler. Das sieht jetzt keiner. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Stört mich ja weniger. So, dann müssen wir jetzt bloß sehen, wie wir den Bahnhof noch da hinten hinbauen für den Cargo. Kein zweigleisig. Ein- oder zweigleisig? Nö, weil wenn wir den da ganz runter noch schicken, das wird dann nämlich noch lustiger sein. Noch eine weitere Entfernung. Da hat er dann eine richtige Menge zu tun. Also, das wird schon richtig unnormal. So, ich überlege gerade, wie bauen wir den jetzt hin hier? Irgendwie könnte man ihn drehen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Weil ich wusste das am Anfang auch nicht, dass man mit der Taste M und N den drehen kann. Ja. Da habe ich das so mal hier so versucht und dann so. Wobei hier ist eigentlich optimal, finde ich. Er hat eine extreme Aufschüttung auf der Seite, oder? Ja. Deswegen vielleicht doch hier hinbauen und eine Straße darunter. Müssen wir mal sehen. Also Straße darunter. So hier. Ach,
Gottes Willen, ey. Hä? Der hat jetzt zwei verschiedene Straßen gebaut? Sah so eigenartig aus. Oder wollte der jetzt zwei verschiedene bauen? Sah für mich gerade so aus. Oh, reicht das doch. Sieht das ein bisschen schön aus. Bisschen. Gut. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Weil dann, oder nicht beeilen, sonst quatsche ich mich hier wieder die ganze Zeit tot und vergesse wieder die Hälfte, die ich machen wollte. Beziehungsweise, was wir überhaupt vorhatten. So, eingleisig kommt dann hier hin. Ich hoffe echt, dass dann auch so hingeht. Dann hat er einen kleinen Weg von da nach da. Gut, es wird nicht stören, hoffe ich mal. Na gut, hier rein, oder obwohl hier reingeht auch, ne? Könnte man auch machen. Das finde ich vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter. Hab den jetzt einfach hier reingebaut. Weiß nicht, ob euch das so gefällt. Ich finde, das ist mal was anderes. Jetzt hier mal außen ranzubauen. So. Perfekt. So, da haben wir das fertig. Ganz genial wird das dann den. Dann sein, den hier runter zu schicken. Das wird dann richtig unnormal, weil wir müssen jetzt hier noch ein Gleis hinbauen, dass der hier rüber kommt. Auf den, nennt man das, auf den dritten. Jesu. Wo sind jetzt die Dinger da? Gut. Also muss der von hier. Oh, 120 geht ja eh nicht schnell, also 120 da, gut, und von da dann noch mal hier rüber. Na ja, gut, das macht das natürlich nicht, weil er nicht will, zu nah dran. Hier wäre nämlich schön, dass wir die Geschwindigkeit noch voll hinkriegen. Sehr schön. Perfekt. So. Ach, da muss noch eine Denkweise, die fehlt gerade wieder. Eine Überlegung sein. Wir müssten den hier zweispurig ausbauen. Weil wir zwei nehmen. Und hier fährt er hin und zurück. Wie kommt er dann zurück? Das geht dann nämlich schlecht. Deswegen noch ein zweites Gleis ran. Ist mir jetzt das so aufgefallen. Aber das werden wir hier oben machen. Weil wo? Kacke, jetzt werde ich das wieder nicht. Na, will er wieder nicht, war klar. So, ja. Ja, und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Geld ausgegeben, was wir eigentlich wollten. So, jetzt muss ich mal umdrehen hier. Tastatur ist das ein bisschen besser als mit der Maus. Mit der verziehe ich mal läuft alles. Haben wir zwar wieder eine Aufschüttung, aber egal, das ist jetzt gerade nicht so schlimm. So, was kostet uns das? 107? Na gut, das geht noch. Gibt Schlimmeres. Der dann hier weg. Oh Mann. Zu nah. Will er nicht? Will er nicht? Doch.
Hier, so will er nicht mehr. Okay. Ach komm, nicht so bockig. Dreigleisig. Auch nicht schlecht. So, dann kann natürlich ein Signal weichen. Das ist nämlich das hier. Man muss nämlich eins dann hier hin. So. Was ist das jetzt hier wieder fehlt? Achso, für den da. Gut. Das ist dann richtig. So. Sagen wir mal wieder ein paar Gleise, schon ein paar Signale hier verteilen. Es war vielleicht jetzt so ein bisschen überflüssig, weil fahren ja bloß zwei. Ah, weiß er nie. Ich hoffe, ich baue die auch auf der richtigen Seite hin. Ja. Jetzt sind wir schon wieder hier. Gut, machen wir den Berg hier noch runter. Und dann kommt ja schon unser. Genau. So, und der muss dann. Soll er dann vielleicht hier warten? Wenn er auf der Seite fährt. Und hier soll er warten. Wenn der von links kommt. Wo ungefähr? Hier so. Dann müsste das funktionieren. So, hier haben wir Signale schon stehen, das ist gut. Kann ich jetzt hier keins mehr bauen? Doch, dahin. Wir haben nichts geschaffen, großartig, und die Zeit ist schon wieder gleich vorbei. Ich hoffe, es ist nicht schlimm für euch. Aber ich möchte so eine überlangen Videos wieder ungern machen. Gut, der Upload, der geht schnell. Ist ja nicht so, dass es extrem lang dauert bei mir. So. So, gut, ich glaube, das war zu nah. Okay, dann steht er auf der Straße. Naja, gut, das ist egal. Vielleicht kommt da noch irgendwann mal ein Patch dazu. Dass das behoben wird. Dass auch immer Schranken existieren irgendwann mal. So, wie weit ist es noch? Ganze Stücke. Mein Gott. Wir haben noch nichts geschafft. Nichts geschafft ist gut. Wir haben schon was geschafft, aber dauert eben eine Weile. So, ach, hier brauchen wir die Gleise. Und zwar von. Hier noch da hoch. Ja gut, den machen wir jetzt so 120, ist egal. So, und ein Signal davor, eigentlich noch uninteressant, das Signal hier hinzustellen. Weil hier wird Kinder drinnen stehen. Zumindest nicht jetzt gleich. Okay. Wir brauchen noch eine. Ein Gleis habe ich nicht vergessen. Er muss ja von da darüber. Das soll er ja irgendwie schaffen. Werden wir doch das Signal da vorne wegmachen, weil die sind eh ganz schön kurz in den Abständen. Ach Quatsch, das hier. Weg. Weg. So, dann hier so. Komm.
Na, will er nicht? Mag nicht. Ab hier so, okay, gut. Einmal hier und hier, gut. Dass er eben da vorne stehen bleibt, wenn jetzt noch einer hier drauf fährt. Der andere steht dann eben hier vorne, ist egal. Das ist nicht so schlimm. So, da haben wir unsere Verbindung zumindest da schon mal geschafft. Man schafft natürlich nicht in einer Folge noch den Busverkehr hier zu machen. Beziehungsweise, ja, Busse, die Bushaltestellen zu bauen und den Linienverkehr noch zu machen. Wobei ich jetzt gerade überlege, wie wir es machen. Ach, den schickt man ganz normal hier so rum. Großartig ist es ja nicht anders. So, dann fährt er hier hin. Hält mal hier an. Hier hält er an. So, die Frage ist jetzt, wo schickt man den lang? Ich würde sagen, die größere Runde. Hier. 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 Ah, doch nicht. Okay. Dann eben hier lang. So. Müssen wir den mal kurz wieder wegmachen. Da geht's dann jetzt nirgendwo. Gut. Wir haben noch eine Linienverbindung jetzt zu bauen. Von Weidenberg war es, glaube ich, ne? Weidenberg nach Gilching. Weidenberg-Gilching. Gut. So, neue Linie. Weidenberg. Ich glaube, den nennt man auch wieder RB, ne? Na, RB5. Mittlerweile schon. RB5. Weidenberg. Gilching. Gilch. Na gut. Ja, dann machen wir Weiden. Das gibt's wieder nicht so. Weiden B Punkt. Wir wissen mal wenigstens, was das ist. Punkt, nicht Strich. Wenn wir es hinkriegen sollten. Na, jetzt müsste es gehen. Ich hoffe. Genau. So. Haltestelle hinzufügen. Da haben wir wenigstens das schon geschafft. Hier. Nach da. Klick an, geht. Hier ist auch so, wie wir das wollen. Das ist schön. Hält auch hier drüben an, das ist auch gut. Und jetzt noch ein Bus. Bus 1. Bus 1, genau. Bus 1. Gilching. Kann man gleich umschreiben. Und dann ist schon. Also. Was jetzt hier eingefügt haben, ist dann natürlich auch schon das erste Video wieder vorbei. Geht dann natürlich weiter, indem man die Fahrzeuge kaufen. Müssen noch die Warnlinie noch einrichten. So, ach, geh. Geh, 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 geh. So. Start ist hier. So. 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 Na, mach schon. So. Und so 11 Stationen. Das ist, glaube ich, die kürzeste, die wir hatten bis jetzt. Ist ja nicht schlimm. So, gruppieren mit den hier. 29 Minuten. Ach, hier hat man ja gemacht schon. Also müssen wir jetzt hier noch den Waren, wie nennt man den hier? Waren. Mensch, geh weg. Waren. Oder wie haben wir den genannt? Waren? Geh doch.
Ja, genau, Waren 1 Gilching. Vielleicht noch einmal. Da haben wir das dann geschafft. Und dann machen wir dann in der nächsten Folge dann die Züge kaufen und die Busse und so weiter. Gil, nicht Gilching. Oder ist es Gilching? Nee, es ist Gilching. Jetzt überlege ich mich gerade selber. Gilching. Enter. Ich hoffe, der fährt jetzt auch die Route, die ich hier will. Na, komm schon. Das Blöde zeigt natürlich alles an. Das wird eine Strecke, die ist. Okay, die ist richtig hart. Aber eben die kürzere, das ist schon mal sehr gut. So, hin und zurück auf der gleichen, das ist klar. Hier rüber. Darauf die hier. Dann fährt er dann darüber. Das ist auch richtig. Gut. Das müsste da alles funktionieren. Kann man mal gucken, wie lange der braucht. Warengilching. Waren 1. Gilching. Na gut, steht doch nicht da. Gut, das machen wir dann im nächsten Video. Die Fahrzeuge kaufen, die Transporte und alles. Na, mal sehen, wie sich das hier entwickelt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, für das Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder in der nächsten Folge ein zu Train Fever. Dann werden wir hier ein Stück weitermachen. Wenn wir es geschafft haben, werden wir dann noch hier dieses Löschen Dorfer Hof verbinden. Gut, dann, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.